addicted to it. Visions of you. Come closer, 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 closer. Come closer, 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 closer. Visions of you. You know I said yes. You know I said yes. Just So, meine liebsten Menschen, ich grüße euch. Heute haben wir schon wieder einen Montag. Du, meine Herren, du, ja, kaputt. Schon Montag. Dann nochmal, erstmal hier meine Unijacke zur Seite. Und grüße erstmal alle, die heute hier sind am Montag. In alter Frische, ohne Fische. Ich muss hier mal wieder aufräumen. Das ist einfach nur wieder dreckig alles. So, ich mache erstmal mein bewegtes Bild an und sage erstmal, you're welcome, weil es ist voll düster hier. Ja, okay, erstmal nochmal ein wundervolles Hallöchen für alle, die da sind. Erstmal ein bisschen Hallo sagen und dann starten wir. So, dann gucken wir mal eben, wer ist denn hier? Vor 17 Minuten. Schillerella hat sich ein Follow gesetzt. It's Synex vor 7 Minuten. Dirk Düsseldorf, danke für den 7. Monat. Maya macht eine riesen Grußrunde. Danke für die 10 mit Stitch 1984. Danke für 46 Monate. Und Seharia hat sich den 26. Monat gesetzt. Ganz liebes Dankeschön. Black Angel, danke für 10 Bits. Und dann gucken wir mal, 20 Uhr ist heute dabei. Delina, Sarah, Himsose, Beopa Burkhardt, Mausch, Ingrid, Tweety, Sehnsuchen, Jackie92, Orchidee, Black Angel, macht wie gesagt dies. Bits, Dankeschön. Mina von Dragon, Trauriger Engel, Tweety65, Nini ist da. Urbex, Vorsicht, Egostima und eine Minute, genau, Petra. Bio macht eine große Runde, Mausch grüßt die Nienigkeit, Chloe Sunshine, Orchidee und macht ein Hallo. Dann haben wir Niki 1984 grüßt, Bina grüßt alle zusammen, hallo Bina, Zauerfee 1965, Katja 28, Melira sehe ich hier unten, Black You winkt rum. Mina macht ein Herzchen, Zen suchen, machen Hus, Sweetney, sie sich hier, Annie 15, Hallöchen, Stormax, Official, hey. Sweetney, sie winkt in die Runde. Und dann haben wir hier, Marsch macht den Karpfen, okay. Crip 77, Angie Ella, Ei, Montag, genau, ne, wow. Blasin, komm im Moin rein. Dann haben wir Jackie, 92 sehe ich hier noch. Die 11.71 sehe ich hier. Sweet Neasy. Fabs Team Ghost Familia. Hallo zusammen. Flauschi, Fluffy. Jackie Mann hat bei Herz in Himsuse. Montag ist schon Tag. Ja, wäre schön. Du. Mitzka, hallo. Lukas, hallöchen. Wen haben wir noch hier? August Lukas. Sehe ich hier gerade Jackie 92, mein Grinsegesicht, Feuerfote. Dann haben wir noch hier Tiger Lily. So, Marimashan sehe ich hier. Black Angel, nochmal danke für 10 Bits. Lilith Abaddon, Hallöchen. Erika Lott Kacke, Grüße aus dem Krankenhaus. Ich hoffe, nichts Schlimmes bei dir. Katja 28, nur für ihren Beowulf in Zapf verschenkt. Ganz liebes Dankeschön. Trina, schönen guten Abend. Nathalie, danke für 49 Monate. Kuss geht raus. Meine süßen Schnuckelhasen, sagt Nathalie. Danke für 49 Monate. Dankeschön. Dankeschön. Sweet Niesemann bei Herzchen. Flauschig fürs Glücklich. So, wenn ich immer noch nicht Hallo gesagt habe, Hallo. Die jetzt noch reinkommen, kriegen auch nochmal Hallo, Hallo. Bus Rider und Co. Ja, Montag, ne? Boah, ganze Woche noch. Erika Lunge hat schlapp gemacht. Oh, Mensch, gute Besserung, du. Gute Besserung. Wird schnell wieder fit, Mensch. Himsusa hat Urlaub. Wundervoll. Maike Eike, hallo. Niki hat Joker damit Sub verschenkt. Dankeschön, Niki Nolzfenner. Sehr lieb von dir, Dankeschön. Buxus, komm noch rein. Ja, Montag. Boah, Montag, du. Ich knicken den Tag. Ist so am Anfang der Woche. Liebe Grüße aus dem Weißen Hirsch in Dresden. Hört sich an wie eine Kneipe an, du, Angie. Hört sich wie so ein Gasthaus an. Ne? Grauer Junge, danke für 17 Monate. Dankeschön. Hört sich wie so ein Gasthaus an, ne? Der Weiße Hirsch. Dunkle Unabuchs. Hört sich irgendwie so an. Ja, Montag, Leute. Mal schauen wir. Dienstag noch, Mittwoch, Donnerstag, Freitag wieder. Oh, ja, Montage, ich mag Montage nicht. Montage war ich nicht. Ist immer so voll weit noch am Anfang. Mauschlacht auch viel zu lang, ne? Viel zu schrecklich. Ich auch ganz grausig Montag. Ganz, ganz grausig. Aber ich weiß, wie es euch geht. Mir geht es genauso. Am besten ist immer schon so Donnerstag, so weißt du, so Donnerstag ist eigentlich relativ cool. Donnerstag ist schon mal relativ cool. Ja, aber wir kriegen es irgendwie hin. Besser Montag, wie wenn Feiertag unter der Woche man nicht mal weiß, welcher Tag überhaupt ist. Du, da weiß ich lieber, welcher Tag nicht ist, anstelle eines Montags. Meine Woche endet diese Woche gar nicht. Oh je. Montag und warm. Also Wetter ist geil. Freitag ist ein schöner Tag. Ne, wenn der Wochenanfang Dienstag hieß, dann würden wir auch schon. Ja klar, auch wenn der Mittwoch heißt. Wir sind immer am Jammern. Oh, wir sind doch immer am Jammern. Ja, Wetter war gestern super, Samstag super, Sonntag super, heute super. Ja, also ich hatte heute einen Termin, super Wetter zurück, riesen Regenguss. Ja, aber immer, wenn ich bei der Frau bin. Zum Weißen Hirsch ist eine Klinik, kenne ich gar nicht. Du. Jetzt haben wir eine Gaststätte angehört zum Weißen Hirsch. Echt eine Klinik? Ja. Nee, wann hast du denn auf Tele, Danny? Die Lena auf Tele oder was? Auf Tele? I look. Ich guck mal eben. Dann auf Tele. Ah ja, ah ja, ah, oh ja. Oh ja, unfassbar. Also ich zeige euch das. Also das ist, also unfassbar. Also da ist mir die Sprache weggegangen. Also guckt euch das an, schaut euch das bitte an. Dieter Bohlen ist da einem Exorzisten verfallen. Das ist krass, oder? Das ist dann mal eine harte Nummer, oder? Ripanta, danke für 50 Bits. Ganz liebes Dankeschön. Okay. Ah, das ist eine psychische Erkrankung. Ich habe noch nie von gehört. Oh. Ich habe noch nie von dieser Klinik gehört. Völlig verrückt ist da einem Exorzisten verfallen. Dieter Bohlen hat etwa das Böse die Hände im Spiel, die irren Prophezeiungen eines Teufelsaustreibers. Geradezu unheimlich kann man wirklich in die Zukunft sehen. Der serbische Exorzist Darko offenbar schon und kein geringer als Dieter Bohlen bekam das zu spüren. Du setzt dich zur Ruhe und dann kommt dein Comeback, prophezeite ihm 2018 der Teufelsaustreiber bei DSDS. Worte, über die Dieter damals lachte. Nö, ich will kein Comeback, ich will auf meinem Boot sitzen und die Fahne mit dem Mittelfinger hießen. Und heute muss man auch der Pop-Titan zugeben, dass der Exorzist die Wahrheit sagte. Denn es kam tatsächlich so, wie Darko es vorhersah, mit einer Ausnahme. Dieter räumte seinen Juryplatz 2022 wohl keineswegs freiwillig. Wenn man auf einmal gesagt bekommt, das machen jetzt andere, das hat mir damals schon wehgetan. War das der Moment, in dem sich Dieter an die Worte von Darkos erinnert und er dem Exorzisten verfiel. Ihm klar wurde, dass alles seinem höheren Sinn folgte. Schließlich kehrte nur ein paar Jahre später triumphierend hinter das Pult der Kultsendung zurück. Und dieses Jahr nahm er auch seinen Job beim Supertalent wieder auf. Also ein echtes Comeback. Okay, also nochmal. Ja. Dieter Bohlen einem Exorzisten verfallen. Da denke ich mir nur, mein Gott. Oh, also, der hätte es ja auch sein können, ja, du wirst eine schwere Verletzung oder gesundheitlich angeschlagen sein. Wird dann auch passen. Dann wird es ja auch passen. Wenn er sagt, da wird noch einiger Trubel auf dich zukommen, dann würdest du auch sagen, boah, der hat das vorher gesehen. Da wirklich Käse, ne? Also, es ist wirklich Käse, du. Also, da kann ja... Also, die Quote lag ja 50-50. Entweder hat er ein Comeback oder hat kein Comeback. Wenn er eins hat, okay, habe ich mal gut geraten. Das ist ja jetzt kein nichts Wildes, keine Aussage. Wenn ich sage, ihr alle werdet in den nächsten 2 Jahren eine interessante Nachricht bekommen. Wenn das alle, jeder wird es. Jeder. Moni, danke für deinen Sub, Moni. Ganz liebes Dankeschön. Das wird ja, ist ja immer bei jedem. Das klappt ja immer. Immer, immer, immer. Das ist ja nur Raten. Da ist dann, hat ja nichts mit. Vor allem, warum Exorzisten? Warum ein Exorzist, der Wahrsager macht? Ne? Habt ihr den Bericht von Spiegel-TV über den Exorzisten gesehen? Nein, ich werde immer schlimmer. Aber er fängt nicht nochmal mit Modern Talking an, oder? I don't know. Keine Ahnung. Poison Girl, danke für 33 Monate. Ganz liebes Dankeschön. Darameo, schönen guten Abend, grüß dich. Ja, das ist genau das Wahrsager und kein Exorzist. Also ich bin auch nicht durchgestiegen irgendwie. Das ist alles merkwürdig, ne? Also Spiegel-TV hat da auch einen Bericht über Exorzisten. Warum ist Exorzismus gerade so aktiv? Also kein normales Verhalten. So kein normales Verhalten. Das ist da wirklich kein... Hier, du schäbige Lady, kein normales Verhalten. Also wirklich spannend. Ja, okay, also heute werden wir ein bisschen Thomas-Sturm machen. Ich habe nämlich extra, ich zeige es euch, das gute Gerät angeschlossen. Der Gerät ist angeschlossen. Danny hat auch eine Vorhersage für uns. Er weiß auch, dass unsere Haare nichts mehr werden. Ja, da hast du auch recht. Genau. Exorzismus ist voll im Trend, also ist in, okay. Also, damit werden wir uns beschäftigen, mit der Mofa. Ja, also da werden wir so ein bisschen reingehen und schauen, ob wir da ein bisschen was reinbekommen. Ich werde mal eben kurz runterfahren. Ja. Also damit werden wir gucken, ob wir was einfangen. Bin gespannt, die fette Antenne, das hier, der Riesenknubbel hier, der auf dem Fernseher steht, das ist die Antenne. Gucken wir mal, ob wir damit ein bisschen was bekommen. Also werden wir gucken, ob wir Thomann-Stimmen reinkriegen, hiermit, und gucken wir ein bisschen. Schauen wir mal, wie es klappt, ne? Okay, 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 bin sehr gespannt. Lena, grüß dich, hi. Auf weitere 51, Claudi, krass. Meinst du jetzt Altau? Danke für 51 Monate, liebe Claudi, ganz liebes Dankeschön. Ganz liebes Dankeschön. Eine offene Schublade, ja, weil ich immer irgendwas am Suchen bin. Ne? Okay, also, erstmal... kurz ein paar Klamotten, kurz ein paar kleine Infos. Nochmal ganz liebes Dankeschön für alle, die geschrieben hatten, die nochmal tolle, liebe Sachen wegen dem neuen Buch von Lena und mir geschrieben haben, die sich da so ein bisschen nochmal was zu geschrieben haben, dass sie das ganz toll fanden und super spannend gewesen ist, was wir so erlebt haben. Den Menschen nochmal danke, die das geschrieben haben. Ganz liebes Dankeschön. Dann habe ich heute ein Fenster kaputt gemacht. War auch ganz gut. Raphael, ich danke dir für 100 Bits. Ganz liebes Dankeschön. Ich war heute bei einer älteren Dame, jobmäßig, und dann meinen sie, können Sie mir einen Gefallen tun? Ja. Können Sie kurz mal hier Sidolin nehmen und das Fenster putzen? Ist ja klar. Sidolin ist 10 Minuten fertig, ne? Also ich mache das Fenster so auf, so, mach Fenster zu. Oh, scheiße, oben links nicht eingehakt. Ging nicht mehr. Ging nicht mehr. Der Griff ließ sich nicht mehr bewegen. Ich so, Scheiße. Habe erstmal so 10 Minuten so versucht. Fenster hochgehoben, so geschoben, gedrückt. Schraubenzieher, nix. YouTube-Videos geguckt. Ja, Jungs. Der ist unten eingerastet, aber oben nicht. Und dann ist jetzt eine Sperre im Griff drin, dass ich den Griff nicht drehen kann. Deshalb muss ich das Fenster ausbauen. Dann bin ich zu der alten Dame so, habe ich so, Houston, wir haben ein Problem. Ich so, was haben sie denn gemacht? Ja, ja, Fenster geht damit zu. Das ist nicht schlimm, wir haben Sommer. Ja, aber das geht so gar nicht mehr zu. Das ist falsch eingerastet. Habe ich ja noch nie geschafft. Ich wohne hier 20 Jahre. Ich so, ja, sehen Sie mal, wenn ich komme, geht das. Auf jeden Fall muss jetzt von der Hausgenossenschaft jemand hohe Fenster reparieren. Ich sag mal, was macht man jetzt? Ja, Rollladen runter. Ich sehe ja nichts. Also Rollladen runter, kommt der Wind rein. Na ja, okay, ich rufe da mal an. So, Scheiße, du. Nein, hat auch keiner geschafft. So, ja, muss immer mal so jemand kommen wie ich so. Also war richtig gut. War wirklich gut, habe ich richtig gut hingekriegt. Dann habe ich heute 2 Lappen verloren. Einfach aus dem Fenster geflogen, wo ich dann versucht habe, aus dem Fenster geknallt. Ah ja, egal. Aber hat alles irgendwie noch funktioniert. Ne? Xydon, danke nochmal für 45 Monate Xydon. Ganz liebes Dankeschön. Aber haben wir alles irgendwie hingekriegt. Ja, kommt ja, so ein Hilfeding da von der Hausgenossenschaft, ne? Und kriegt das dann repariert. Ne? Und kriegt das repariert. Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja, war definitiv mein Tag, also definitiv mein Day heute. Also einfach schön, ich kann das wirklich richtig gut, ich bin da richtig spitzenmäßig immer drauf. Also finde ich immer richtig geil. Ja, habe ich auf jeden Fall gut hinbekommen. Also Fenster wird repariert und ja, ist allen irgendwie mal passiert bestimmt. Also alles gut, ne? Ja, ich bin wirklich K.O. bei solchen Sachen, ne? Mhm. Ja, deswegen, oh, Dankeschön. Oh, lustig, mir ist vor im Land die Gästebörse runtergefallen. Das Geingeld flog durch die Gegend, nach die Handmark, das muss normal sein. Das ist ja auch normal. Das ist ja auch normal, ne? Das ist ja auch normal, ne? Ist ja auch normal. So, okay, das haben wir einmal. Das wollte ich euch erzählen vom Fenster. So. Ah, nee, du warst versehentlich, Jokername, du bist unter einer Person gewesen, die gesperrt wurde. Aber man hat aus Versehen dich genommen, obwohl die Person drüber war. Deswegen falsch gedrückt. Okay, dann bin ich schon dabei, dass wir das endlich hinkriegen, Lena und ich, die Live-Überwachung aus dem Haunted Museum. Wir haben da schon so eine Lösung, müssen nur gucken, ob wir das funktional hinbekommen, damit wir da irgendwie das hinkriegen, das so ein bisschen hinzubekommen. Wir schauen mal, da gibt es nämlich einen, wie heißt das? Da hat ja einen bestimmten Namen, die Dinge. So ein Free-Hausfunk, Dorffunk. Wie heißen denn die Dinger? Freifunk? Freifunk oder sowas, ne? Irgendwie Freifunk, irgendwie. Ihr wisst, was ich meine. Free WLAN. Ja, aber das ist so, das können manche zur Verfügung stellen. Da haben da so extra Geräte. Nee, Hotspot auch nicht. Das hat, ich glaube, heißt Freifunk oder so. Da gibt es extra so. Nee, ist kein Hotspot. Ja, ist ein Hotspot, aber das hat einen bestimmten Namen. Ich glaube, das heißt sogar Freifunk. Das können Leute sich in den Laden stellen und dann haben sie dann so ein... Doch, Freifunk. Oder? Ah, scheißegal. Ihr wisst, was ich meine. Das ist so ein System, das kann jeder dann ordern, in seinem Laden packen und dann hat er dann WLAN für alle irgendwie. Und da gibt es nämlich so ein Ding. Ja, sowas wie Freeheit. Na, egal, wie es auch heißt. Und das darf jeder nutzen. Jeder nutzen, aber dadurch, dass es eine Katakombe ist, ist da hinten, wo wir natürlich sind, der Empfang schlecht. Aber dann habe ich mir mal überlegt, das müsste klappen, wenn man ein altes Handy nimmt, das dann als Netz nimmt, also dass das Handy dann direkt an die Katakombenecke irgendwie zum Hauptweg raus, dann dort wieder einfach nur ein WLAN-Hotspot vom Handy zum Rechner in der Kata, da müsste er gehen. Also überbrücken, also Handy da, wo Empfang ist das mit diesem Free-WLAN-Ding da, was es da gibt, dann WLAN-Hotspot am Handy, dann zum PC, PC greift auf Handy zu, der den Spot von draußen bekommt und dann müssen wir es hinbekommen. Also da werden wir jetzt mal gucken, werden wir uns mal mit beschäftigen. Denke, könnte klappen. Dann können wir nämlich von dort aus mal Überwachungsstreams auch mal machen, auch mal am Tag oder so was. Ne, das müssen wir mal gucken. Mittwoch ist Lena ja wieder da. Gucken wir mal, ob wir da irgendwie hinbekommen. So, nee, super einfach. Ist gar nicht kompliziert. Super easy. Also super easy. Total einfach. Ist wirklich nicht mehr. Du brauchst eigentlich nur das Handy, verbindet sich mit dem Free WLAN und dann machst du einen Hotspot und am anderen greifst du drauf zu. Das ist dann auch wieder ein WLAN-Ding so, ne? So, dann sind einige gewesen, die mir geschrieben hatten, ja, warum es bei mir so gut klappt mit den Jenseitskontakten. Ja, jahrelang, mehrmals die Woche, 5, 6 Mal, 7 Mal die Woche beschäftige ich mich damit. Das hat irgendwie 8 Jahre. Da bist du halt fit mit. Das ist halt Übungssache, ja. Okay, dann sind immer die Standardfragen. Grüße nach Hamburg, gehen raus an dich. Hi. Dann, wie kann ich Jenseitskontakte aufbauen? Bei mir klappt das nicht, übe aber schon ein paar Wochen. Immer die gleiche Antwort, bleib dran. Gebe nicht auf. Nach einer Woche klappt das auch noch nicht wirklich, ne? Dann haben wir oft die Aussage, ich kann das nicht. Warum? Nicht aufgeben. Nicht aufgeben. Nicht aufgeben. Ne? Ich sag's immer halt, zieh diese Scheiße durch. Jammer nicht. Setz dich auf deinen Arsch, beschäftige dich damit. Wenn es nicht klappt, nehme es als Aufgabe, warum es nicht klappt. Wenn du der Meinung bist, du bist nicht gut genug, dann sag dir immer, warum soll ich denn gut sein, wenn ich noch nicht genug dafür tue? Nicht aufgeben. Jedes Problem, was du hast, ist kein Problem, da gibt es eine Lösung für. Das heißt, weitermachen und lernen. Wenn du irgendwie auf Leute triffst, die sagen, hey, du kriegst das eh nicht hin, hör nicht auf die. Blödsinn. Du machst es für dich, nicht für die anderen. Zieh die Sache durch. Jammer nicht, wenn es nicht klappt, sondern freu dich, wenn es dann klappt. Und scheiß drauf, was andere sagen. Du bist nicht die anderen. Du willst auch nicht die anderen sein. In keinster Weise. Du bist du und du machst das für dich. Du musst dich bei niemandem rechtfertigen, warum du das machst. Es ist dein Ding. Ja, und dein Hobby und deine Leidenschaft. Ne? Ja, irgendwann klappt es halt. Mina schreibt auch irgendwas, sowas bei den Karten immer wieder versucht, irgendwann klappt es. Absolut. Absolut, hallo Toto, absolut. Immer am Ball bleiben, lese ich gerade. Und dann lese ich gerade, die meisten setzen sich selber unter Druck. Absolut. Es wird immer Rückschläge geben. Immer. Immer, immer, immer. Es ist aber ganz, ganz normal. Das gehört wirklich dazu. Es geht ohne Rückschläge, geht es nicht. Es geht auch nicht ohne blöde Sprüche von anderen. Das ist immer so, wird auch niemals sich ändern. Niemals wird sich das ändern. Es gibt immer irgendwelche blöden Sprüche oder welche, die sagen, ich bin 1000-mal besser. Hören nicht drauf. Wenn jemand mit seinem Können angibt, finde ich das ekelig. Gebe nicht an. Setze dich nicht auf eine höhere Sprosse. Niemals. Wenn mich jemand fragt, kannst du das? Ja, ganz gut. Punkt. Du musst dich nicht auf den Olympstuhl setzen. Mach das nicht. Bleib einfach auf deinem Stuhl und entspann dich. Das ist ganz oft immer wieder. Denn wer auf dem hohen Ross reitet, fällt irgendwann mal ganz fett auf die Fresse. Die Leute, die von sich sich auf etwas einbilden, was sie denn so geil können, fallen irgendwann mal auf die Fresse. Ist so. Hochmut kommt im Grunde vor dem Fall. Es ist immer so. Ich habe schon Tausende mitbekommen in den 8 Jahren, die so geil gewesen sind, wie sie sagten, die sind alle nicht mehr hier. Die haben alle aufgehört. Die sind alle nicht mehr dabei. Alle weg. Ja. Und ganz viele, die sich dann so, und wo ich auch ein Problem habe, das sind auch welche, hallo, ich bin Peter, als Beispiel, ne? Hallo, ich bin Peter, ich bin Jenseitsmedium und ich mache Hörbücher. Die sich gleich so vorstellen, würde ich gleich eine Kopfnuss geben. Ich interessiere mich da nicht. Später vielleicht. Aber das sind dann die, die wirklich sich so vorstellen. Hallo, ich bin Peter, Jenseitsmedium und ich arbeite mit Verstorbenen. Da würde ich gleich eine Kopfnuss geben. Das ist dann so dieses erstmal so profilieren. Ich habe, ich bin, ich kann und ich weiß. Finde ich ganz schrecklich. Finde ich ganz, ganz schrecklich sowas. Im Grunde, wenn mich jemand fragt, wie heißt du, Markus Hein? Punkt. Was machst du so? Ja, können wir später mal drüber reden. Nochmal dies und das. Ich antworte immer ganz kurz und knapp darüber. Ganz kurz und knapp. Ganz kurz und knapp. Denn am Anfang würde ich nie jemand erzählen, was ich mache. Ja, das ist dieser Punkt. Das finde ich das ganz schlimm. Oder Leute, die in bestimmten Dingen schon etwas besser weiter sind, wie man selber. Ja, zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal an, also ich bin ja nicht mit Räuchern fit, wisst ihr selber, ja. Und wenn dann jemand kommen würde, der sehr räucherfit ist, also richtig, ja, und der das dir dann auch noch zeigt, und dich dann dafür noch schlecht und niedermacht und sagt so, hey, ach, das ist doch so einfach, das musst du doch können und oh, ich kann das doch, weil ich habe da das schon gelernt ein Jahr, das ist schrecklich, so geht das doch nicht, ganz ekelig. Ja, ich mag dann so die Menschen, die sagen, pass mal auf, ich erkläre dir das so und so und so und so und so, ich nehme mir mal Zeit für dich, helfe dir, das ist gut. Aber nicht, dass es so Leute gibt, so die sagen, ja, ich kann das tausendmal besser wie du, zeig dir das. Und dann passiert dann Ewigkeit, ja, nix, anderthalb nix. Ja, die sich da auch nicht die Zeit für nehmen. Das sind immer diese Prioritäten, nenne ich sie immer. Da habe ich mit Lena und Danny auch nochmal drüber gesprochen. Also wir sehen alle drei das gleich. Lena und Danny auch Prioritäten einfach setzen. Absolut ekelig sowas. No? Absolut ekelig. Prima. Ja, ich habe ja nichts gegen Menschen, die etwas gut können. Darum geht es nicht. Aber es sind diese Besserwisser, weißt du, diese Besserwisser, die es aber manchmal gar nicht besser wissen, die immer nur glauben, dass sie es besser wissen, weil sie es irgendwann mal gehört haben. Da kenne ich ganz viele von. Marc, das musst du anders machen. Warum? Ja, habe ich mal gelesen. Oh. Hast du selber probiert? Nö, aber kenne ich. Oh. Super anstrengend. Na, super anstrengend. Erstmal gucken, nochmal Schmusikheitzer, nochmal danke für 33, Jackie 40, danke für 6, Todeface, danke für 17, Bütz, ganz liebes Dankeschön. Ne? Also hochnäsig mag ich nicht. Weißt du, beim Kacken stinken die alle nach Scheiße. Ist so. Ist doch so. Ne? Ist doch so. Beim Kacken stinken alle nach Scheiße. Na, da kann sich keiner frei riechen. Ne? Prima. Okay, also. Wir gehen heute hin. Wir gehen heute hin. Wir gehen heute hin. Guck mal, ey, ganz kurz nochmal. Das ist ja dasselbe. Ja, wenn mich einer fragt, was machst du so? Social Media, Punkt. Ich erzähle nichts, dass ich da mal mit dem Fernsehen was mache und so. Das geht keinem was an. Ja, das ist irgendwann mal, das erwähnst du irgendwann mal später im Gespräch. Ich würde das niemals am Anfang sagen. Sie sagen, ach, ich heiße Marc. Ich mache das. Scheiß drauf. Die sollen mich kennenlernen, die Menschen, und nicht das, was ich tue. Ich will ja als Mensch gemocht werden, nicht für das, was ich mache. Das ist es ja, ne? Du willst ja nicht gemocht werden, weil du ganz gut, ich sag mal, ein Radio reparieren kannst. Du willst ja nicht gemocht werden, weil du vielleicht einen guten Auto reparieren kannst. Du willst ja nicht gemocht werden, weil du coole Bilder machst. Du willst ja nicht gemocht werden, weil du eine geile Stimme hast. Du willst ja als Mensch gemocht werden. Als Mensch. Das andere kommt später. Das kommt später. Viele sind so. Ja, ich finde das schlimm. Ja. Auf der Arbeit haben wir bestimmt welche da. Okay, bin sehr gespannt, Dodo. Mhm. Prima. Ja, wir sind alle nackig auf Wert gekommen. Wir sterben auch wieder. Ne? Danke sein so. Okay. Ja, viele sehen nur das Materielle. Ja, die sehen nur Dollar in den Augen. Das ist so. Ja. Es gibt aber auch ganz viele, ABO, die sind ganz geil Freund mit dir. Ganz geil Freund. Damit sie ein paar Sachen bekommen, die du auch hast. Ganz viele in 8 Jahren erlebt. Ja, ganz viele in 8 Jahren erlebt. So. Aber wenn sie das nicht mehr bekommen, sind sie wieder weg. Aber wahre Freunde bleiben. Wahre Freunde bleiben. Die bleiben. Egal, ob du Geld hast, ob du kein Geld hast, ob du schon 12 Jahre arbeitslos bist. Wahre Freunde bleiben. Die helfen dir auch, wenn es dir scheiße geht. Du hilfst auch denen, wenn es denen scheiße geht. Das ist Freundschaft. Das ist Freundschaft. Alles andere ist oberflächliche Kacke. Chloe, danke für 15 Bits. Ganz liebes Dankeschön. Ne? Von einigen ist nicht mehr viel Mensch übrig, die sich nur durch Statussymbole und Leistungen definieren. Ja, das ist deren Leben, nicht meins. Für mich ist das viel zu anstrengend. Also schaut's aus. Echte Freunde bleiben auch nach Jahren. Genau. Ne? Keiner ist geblieben, sagt mal leider, kenne ich. Guck mal, Danny kennt dann auch, ne? Ja, das weiß ich auch. Ja, und da warten nichts dafür. Ja. Guck mal, Danny als Beispiel. Super Bro. Ja. Ich habe immer das Problem, ich arbeite bis mir das, dann habe ich Luft und abends sitze ich hier. Ja. Ich kann nicht mal eben so zum Danny mal eben drüber gürken. Das funktioniert nicht, weil ich diese blöden Zeiten habe, so, weißt du? Das ist dann ganz schwer. Da freue ich mich dann, wenn er auch kommt, so, ne? Aber ist an euch kommt. Mega, mega, weil ich es sonst nicht so gut hinkriege. Das ist immer das Problem, ja. Das ist das immer. Ne? Das ist halt so Freundschaft, so, ne? Das ist halt Freundschaft. Oder, guck mal, wenn es Lena schlecht geht, ich würde auch sagen, ich würde mich ins Auto setzen, fahre dahin. Wenn es Danny schlecht geht, setze ich mich ins Auto und fahre dahin. Dann sage ich, hey, was hast du? Ich bin da. Das gehört dazu, ja. Das gehört halt dazu. Da zu sein, wenn es jemand scheiße geht, so, weißt du. Mhm. Ja, das ist so. Guck mal, wenn Lena oder Danny irgendwo auf der Autobahn stehen würden, haben eine Panne, würde ich da hinfahren. Würde ich die einsammeln und sagen, hey, pass auf, wo stehst du? Ich hole dich ab. Das ist so. Das gehört zu Anstand, ne? Ja, das gehört dazu einfach, ne? Anni, danke für 10. Ich glaube, es ist sehr schwer, richtige Freunde zu finden, wenn man berühmt ist. Ja, okay, also berühmt ist für mich so, ja, Tom Cruise und sowas dann halt, ne? Das ist wirklich, ne? Aber man nicht weiß, ob die Interesse an einem selbst haben oder nur Vorurteile daraus ziehen. Also ich möchte nicht in der Haut von Robbie Williams stecken. Der weiß ja gar nicht, wollen die den Star oder den Menschen? Ganz schrecklich, ne? Das ist das Schlimme an der Sache. So, okay. Ich erkläre euch jetzt etwas. Ich würde nie berühmt werden wollen. Bekannt, aber berühmt nicht. Da kannst du nichts mehr machen. Da kannst du nicht einkaufen gehen, du. Nichts. Da kannst du nicht mal spazieren gehen. Und Ruhe haben, so, ne? So, okay. Also, jetzt juckt der Nase. Ich hab wieder Nasenhaar, ne? Da ist nur Kacke am Hals. Das ist wirklich so. Da kommt nämlich nur das falsche Gemüse auf einmal an. So. Okay, wer kann sich... Boah, ich hatte echt ein Haar in der Nase. So, okay. Wer war noch nicht mit dabei, wo wir hier über dieses Gerät Thomas-Stimme aufgenommen haben. Wer war da noch nicht dabei? Da schreibt er eine 1 rein. Das ist die Zahl am Anfang der Zahlenreihe. Die 1. Delena Kopfnuss. Also die heißt nicht Delena Kopfnuss, aber Sarah Kopfnuss auch ist so ein kleiner Insider, dass die wieder mal nichts checken, die beiden. Peaceful Engel, Dankeschön, Peaceful, für die 2 Subs, das ist ja lieb. Für Jenny 49 und für Valeria Lumbago, ganz liebes Dankeschön, Peaceful 87, sehr lieb von dir, Dankeschön. Toto nochmal, danke für 22, ganz liebes Dankeschön. Lachsbrötchen ist wieder was anderes, Tim. Ist wieder was anderes. Ist das eine Fangfrage? Nein. Nein, niemand will ich fangen, Nini. Niemand will ich fangen. Okay, also, die macht mir fertig. Weißt du, die war jetzt eine Woche mit der Mofa unterwegs. Eine Woche mit der Mofa. Ich hatte hier irgendwie so ein Wettrennen gemacht. Ich habe da sogar ein Foto von. Und jetzt kommt die Frau wieder so, wo habe ich das denn hier? So, hier, guck mal. Weiter, immer weiter, Tour mit Mofas kommt der Ostsee Stück für Stück näher. Ja, unfassbar. Aber die ist aktiv und fit. Sellen suchen. Danke für 100 Bits. Dankeschön. Black Angel, danke für 10 Bits. Ganz liebes Dankeschön. Ja. Warst eine Woche unterwegs und hab nur einen Sonnenstich. Das hast du jetzt verschrieben. Du hattest mir geschrieben. Also sie schreibt jetzt richtig, war eine Woche weg, unterwegs, hab nur einen Sonnenstich. Du hast geschrieben, dass du einen Bienenstich gegessen hast und der nicht gut war. Du hast mir was von Bienenstich geschrieben und nicht Sonnenstich. Meinst du richtig, war eine Woche unterwegs und hab jetzt einen Bienenstich, dass du einen Bienenstich mitgebracht hast, glaube ich. Also, ne? Maja, danke für den Sub für Anna Majas. Die freut sich bestimmt ganz doll. Ganz liebes Dankeschön. Ganz liebes Dankeschön. Weil mich diese offizielle Fuchsschwanz-Rallye, heißt die, die geht öfters mal Richtung Nordsee, die Fuchsschwanz-Rallye, die fahren wirklich mit 25 Stundenkilometer richtig schnell. Fahren die dann in Kolonne mit dem Mofas und mit dem Fuchsschwanz Richtung Ostsee. Ja, und Nini ist da irgendwie Gruppenleaderin. Also die ist der Gruppenleaderin, die führt das halt an. Ja, die machen dann auch Kneipenruns und so, stürmen dann die Kneipen, machen dann auch dieses Mofa-Knatter-Wettbewerb, so mit Dezibelmesser, wer die lauteste Mofa hat und so. Also denn, ich habe da mal ein Video gesehen von Nini, da hing die wirklich in so einer Sackgasse und dann ja, diese Feuerreifen-Sachen, ne? Ja, durch den Feuerreifen. Nee, ich habe das gesehen, wo du die Mofa hinten hast durchschleifen lassen, dass das Funken gegeben hat. Das habe ich gesehen. Aber im Feuerreifen ist mir neu. Maja, danke für den Sub für Tim Leo in der Schweiz. Ganz süß, danke schön. Also schon krasse Frau. Schon eine krasse Frau. Und die ist ja auch mal professionell Catcar gefahren im Club. Es gibt so Catcar-Clubs. Die gab es in Düsseldorf. Da treffen sich Menschen, die so einen Catcar-Fetisch haben. Und die fahren dann wirklich in einer Turnhalle mit dem Catcar. Also wirklich so richtig, die bauen da Straßen nach, so mit Wegen, Ampeln. Und die sitzen dann wirklich im Catcar. Und das ist wirklich so eine Art Verkehrsübungsplatz. Und da simulieren die richtig Straßenverkehr. Wusste ich auch nicht, bis sie mir das erklärt hat. Aber dann ist sie irgendwie von Catcar rüber. Ein Catcar? Weißt du nicht, was ein Catcar ist? Nein, du musst ein Catcar kennen, Engel. Ein Catcar. Okay, also damit ihr euch vorstellt, ich guck mal. Ja, diese sind das. Also hier, das sind Catcars, guck mal. Warte mal. Ich hoffe, der Bildschirm ist jetzt ordentlich. Also das ist Catcar. Das sind Catcars, damit ist sie eine ganze Zeit gefahren. Dein liebstes Gefährt in der Kindheit. Ja, Nini hat da vor einem Jahr mit aufgehört. Und die wird jetzt auch 61. Also da ist sie ganz lange, hat sie so Straßenverkehrsübungen mitgemacht. Also ich finde das schon krass. Ich finde das schon krass. So, okay. Also, für die, die jetzt nochmal nicht wissen, was wir machen. Peaceful, Engelchen, danke für 10 Bits. Wir haben einmal das Gerät. Das ist ein sogenanntes Tascam DR07X, ein Aufnahmegerät. Damit kannst du Tonbandstimmen aufnehmen, beziehungsweise aufnehmen. Das wird digital in dem Gerät hinterlegt. Oben hast du deine Mikrofone. Sieht aus wie ein Teufelshorn. Ja, damit nimmst du das auf. Und man kann natürlich das Gerät einfach so in den Raum legen. Dann hörst du auch was. Wir haben aber vor längerer Zeit, wenn ihr euch erinnert, mal mit dem Gerät, was dort hinten steht, das Jahr Jesu, haben wir auch schon mal Thomann-Stimmen aufgenommen. Das bedeutet, dass du hingehst und ein paar Frequenzen einfach einstellst und dann hast du die Möglichkeit, das einfach aufzunehmen. Ja? Und wenn mit der Hoffnung, dass natürlich Stimmen nachher rauskommen. Wir haben das schon erfolgreich mal gemacht. Das ging relativ super. Da hatten wir auch gute Ergebnisse erzielen können. Und da gehen wir jetzt nochmal mit ein bisschen rein. Und wer wissen möchte, welches Gerät wir nehmen. Ich blende das ein. Also das Gerät, was du da hinten siehst. So, das ist dieses Gerät. Ja, das nehmen wir. Damit können wir ganz viele Frequenzen einfangen. Und so sieht es in klein aus. Ja, da brauchst du dann aber natürlich nicht nur das. Da brauchst du dann ein sogenanntes Netzteil noch dabei und dann noch eine Antenne. Ne, das Netzteil, das ist das silberne daneben. Genau, das ist das silberne daneben. Das Netzteil brauchst du noch. Und dann noch eine Antenne. Die Antenne, das ist das Ding hier. So, eigentlich muss ich nach draußen. Na? Oh, ich bin sehr gespannt, Malaika. Freue mich sehr, bin sehr gespannt. Dankeschön. Und da ist dann eine Antenne noch bei. Eigentlich müsste die raus. Eigentlich müsste die raus, aber ich kann die hier nicht mal eben rauspacken. Aber dafür das, was wir machen, reicht das absolut. Und das Netzteil, das brauchst du, damit du dieses Yaesu zum Laufen bekommst. Also das musste separat kommen. Ich glaube, das hat 50 Euro gekostet, das Ding oder so. Also das hat irgendwie, wenn das jemand checkt, ich habe keinen Plan von Elektrizität, 5 Ampere, was immer das heißen mag, keine Ahnung, 5 Ampere Ding. Ja. Und weil dieses Teil hier, weil dieses Gerät hat keinen Stromstecker. Ne? Die haben keinen Stromstecker, die müssen wirklich über solche Dinger hier angeschlossen werden. Ne? Da gibt es kleine Antennen für ja, du liegst ungefähr bei so einem Teil, liegst du so bei 1,5 ungefähr, musst du rechnen. 1,5 musst du rechnen schon ungefähr, ne? Prima. Reicht es nicht, das ans Fenster zu packen? Ja, eigentlich auch, aber die Scheibe haut natürlich noch ein bisschen raus. Ich müsste das auf jeden Fall mal anders verkabeln. Ich habe das jetzt erstmal nur schnell angeschlossen, damit wir das so ein bisschen überhaupt erstmal nutzen heute wieder, wenn man es ja länger nicht benutzt. Normalerweise kannst du dann noch einen Fernseher anschließen, einen Bildschirm, dann siehst du das grafisch, was du in dem Display siehst, dann auch auf dem Bildschirm. Dann hast du das nochmal auf dem Bildschirm. Aber ich habe es jetzt zeitlich jetzt nicht so schnell geschafft. Nicht so schnell geschafft. So, und wir werden uns mit einer bestimmten Welle wieder beschäftigen. Das ist die sogenannte Jürgenson-Welle. Es sind damals schon ganz viele Menschen gewesen, die haben sich so mit Thomann-Stimmen beschäftigt und haben dann Bilder in Klammern der Verstorbenen empfangen, Stimmen der Verstorbenen. Und da gibt es dann halt Einspielmethoden. Also man kann hier 1584 und 16.602 Kilohertz nehmen. Und da haben wir dann verschiedene Möglichkeiten. Und da werden wir so ein bisschen mal schauen, ob wir da was bekommen. Wir stellen das gleich erstmal auf 14,85 Kilohertz ein. Ich notiere mir die auch nochmal, damit wir die auch haben. So. Brauchen wir ein paar bestimmte Frequenzen. 1485. 1584, woher die sind, diese Frequenzen. Friedrich Jürgenson hat früher immer versucht, über bestimmte Wellen Jenseitskontakte aufzubauen. Und er hat damals festgestellt, dass diese Frequenzen die besten sind, so für Thunmann-Stimmenaufnahmen. Also wer googeln möchte, Friedrich Jürgenson. Ja, uralte Wellen, Die kriegst du so mit dem Radio gar nicht richtig direkt rein. Da brauchst du solche Geräte. Wenn du die wirklich exakt auf 1485 einstellen möchtest, brauchst du solche Dinge, damit du die exakt einstellen kannst. Und normales Radio oder so, ist schon echt schwierig. Wir haben es mit dem Radio probiert, hat auch ganz gut geklappt. Und jetzt gucken wir mal, wie wir das hiermit haben. Ich werde mal eben die Funke hier mal dran machen. Dann könnt ihr mal ein bisschen hören. So. Also wir werden wieder hingehen, nehmen wieder eine Phase auf, versuchen Kontakte aufzubauen. Dann kommt wieder die Auswertung 10 Minuten und das machen wir da im Wechsel immer wieder. Aufnahme, Jenseitskontakte versuchen zu triggern und dann wieder Auswertung. So, jetzt wechsle ich mal eben hier rum und schalte das Mofa-Ding mal ein. Und Peaceful nochmal, danke nochmal für 80 und 10 Bits. Und Maya nochmal, danke für den Sub für den Tim Neary. Okay. So, stell dir mal eben kurz ein. Auf 14. Also das ist exakt 14.850. Das ist jetzt interessant. Wir haben jetzt exakt 14.850. Ein bisschen schwer, das Display ist sehr, sehr hell. Okay. Also Frequenz haben wir eingestellt. Und ich habe das Gefühl, wir sind nicht alleine. Okay. Ah, 14.8.5. Warte, doch haben wir doch, ne? 14.8.5. Ne, ist richtig eingestellt. Okay. Dann stelle ich jetzt das Gerät hier ein. So, eingestellt. Aufnahme läuft. Ich bitte heute unsere verstorbenen Freunde, auf der anderen Seite in der jenseitigen Welt, mit uns in den Kontakt zu treten. Wir hier auf der Erde freuen uns, wir Menschen, wenn ihr mit uns kommunizieren würdet. Und bitte versucht, über diese Frequenz mit uns in den Kontakt zu treten. Ihr könnt hier auf dieses Aufnahmegerät, was ich in der Hand halte, was ich gleich zu dem Empfangsgerät lege, einfach bitte durch das Rauschen mit uns hier heute in den Kontakt treten. Wenn Verstorbene uns heute hören können, dann gebt uns bitte hier ein klares Zeichen, dass wir später, wenn wir die Aufnahme uns anhören, abhören können. Könnt ihr uns verstehen? Und dann bedanke ich mich jetzt schon mal im Vorfeld für die Aufnahmen. Das ist crazy. Ich habe mich die ganze Zeit das Gefühl, wir sind hier nicht allein im Raum. So. Okay, das ist verrückt. Okay, habe gerade gesehen, da waren ein paar, die die Technik gefragt hatten. Okay, also, wir haben hier die Jürgenson-Welle 1485 von Friedrich Jürgenson, der sich mit Tonbandstimmen beschäftigt hat. Der hat damals rumexperimentiert und hat festgestellt, dass es auf diesen Frequenzen am besten dazu kommen kann, dass Verstorbene mit uns in Kontakt treten. Dafür nutzen wir hier so ein Funkgerät, wo du diese Frequenzen exakt auf Zahl genau einstellen kannst. Wir nehmen als Einspielgerät ein Tascam, ein Diktiergerät. Das lassen wir, dann stellen wir eine Frage, dann lassen wir das Ding laufen. Und im Anschluss jetzt haben wir alles ja auf dem Gerät drauf. Und jetzt spielen wir das auf dem Rechner ein. So. Und suchen natürlich wieder ein Kabel, wie immer. Und haben es gefunden. So, jetzt wechseln wir. Ah. Oh, das war sehr gut, Malaika. Danke dir. Also Bücher verschlinge ich, ja. So, okay, jetzt werden wir dieses Ding hier nutzen. Und gehen in den USB-Mode. Jetzt öffnet sich hier bei mir ein Fenster. Hier unten. Ja, das war wirklich ein sehr altes Buch. Ich glaube, Remittende sogar schon fast. Ne? Von dir, genau. Okay. So, dann öffnen wir jetzt das Audioprogramm dafür. Und hoffen natürlich, dass wir da jetzt was bekommen. Ne? Jetzt öffne ich die Datei, die wir aufgenommen haben. Heute ist ja der 13.05. Schieb mir das jetzt hier in die Software. Ladet rein. Und zeige euch das, wo wir sind. So, da sind wir. Das ist jetzt die Software, mit der wir das analysieren. Also das, was wir jetzt aufgenommen haben. Man erkennt schon mal ganz gut, wo ich gequatscht habe. Ja? Also hier vorne, das sieht man sehr gut, das hört man auch. Zu dem Empfangsgerät lege, einfach bitte durch das Rauschen. So, genau, hier bin ich ja weggegangen. So, und ungefähr so ab hier wird es jetzt erst interessant. Ab hier entrauschen wir das nämlich. Also wie gesagt, bei solchen Sachen ist nie gesagt, nie, dass es funktioniert. Es ist immer wirklich was ganz Besonderes, wenn du was drauf hast. Aber du kannst nie garantieren. Also jemand, der dir garantiert, bei jeder Thomann-Stimmaufnahme ist was drauf, der lügt dich an. Ja? Wenn du irgendwelche in Klammern Ghost Hunter auf YouTube siehst, die bei jeder Untersuchung Thomann-Stimmaufnahmen haben mit ganzen Sätzen, lügen sie dich an. Ja? Du wirst nirgendwo ein Video finden können auf YouTube, wo ein Team, das sich mit Ghost Hunting, ich mag eh das Wort nicht, die sich mit Ghost Hunting beschäftigen, die dann Videos haben wie, ich will nach Hause, mir geht's nicht gut, Mama. Dann weiß sofort, du lügst mir die Hucke voll. Oder irgendwelche, geht aus meinem Haus raus, das ist mein Haus. Und ich denke mir nur, verarscht ihr wieder die Leute. Wenn das so schön gehen würde, wäre das ein Traum. Dann würde Jürgenson oder andere Koryphäen, die sich damals Professor Dr. Enzinkowski, hätten ja schon 80 Milliarden Mal gehabt. Nee, haben sie nicht. Ja, Malaika schaut auch, wie oft sitze ich da und nichts ist drauf. Und dann, wenn ich mal einen Laufen Glück habe, kommen sogar ganze Sätze. Kurzes war aber immerhin. Ja, genau, das ist der Punkt. Ne? Das ist der Punkt. Pazitur, mein Bester, ich danke dir. Schön, dass du da bist. Danke für 29 Monate. Unfassbar, wie die Zeit vergeht. Ne? So, jetzt gucken wir mal, ob wir was haben. Warte mal. Okay, bei Thomann-Stimmen ist es manchmal ganz interessant, wenn du das einfach auch mal langsamer laufen lässt. Denn manchmal hast du das ist erst nur, wenn du das langsamer laufen lässt, dass du was raushörst. So, ich mache es mal nochmal langsamer, weil ich werde mal, das ist jetzt schon was gewesen. Deswegen lässt ich nochmal langsamer laufen. Ne? So, okay, dann gucken wir nochmal rein. Da rechne ich nochmal kurz durch. Okay, also für alle, die das für euch zum ersten Mal vielleicht mithören, es ist vielleicht beim ersten Mal ein bisschen anstrengend. Ja, konzentriert euch auf verständliche Sachen. Wenn wir irgendwas hören, wenn ich sage, oh, da war was, und jeder schreibt was anderes, was er gehört hat, dann haben wir das nicht gehört, dann haben wir geglaubt, es zu hören. Für uns ist wichtig, wenn wir alle Gleiches hören. Das heißt, wenn einer sagt, Papa, und alle schreiben, oh, Papa. Wenn ich sage, oh, da sagt einer Papa und ihr sagt Gurke, Tomate, Döner, Pommes, Currywurst, Coca-Cola, Fanta, dann weiß ich, okay, ich habe es auch falsch gehört. Also deswegen machen wir das immer zusammen. Ich brauche eure Ohren und hört mit. Ihr werdet wissen, wenn wir was hören. Ihr werdet das raushören. Ihr werdet sofort sagen, da ist etwas. Guck mal hier hinten zum Beispiel. Ach, das ist meine Stimme, okay. Man kann zum Beispiel auch ganz gut bei solchen Sachen, wir können es mal probieren, damit wir das so ein bisschen runterfiltern, können wir auch mal einfach mal einmal was austesten. Und da kann man einfach einen Equalizer nehmen, geht einfach mal kurz auf Hofpass und schaut mal durch. Rechne nochmal durch. Wir fahren mal mit dem Hochpass durch. Also man erkennt sofort, wenn eine Tonbandstimme ist. Man erkennt es. Man hört es. Gucken wir mal. Es kann natürlich sein, dass du 2 Minuten dann selber hörst. Also hier sieht eigentlich alles gleich aus. Guck mal, hier ist mal was hier vorne. Und hier. Okay, also da muss man jetzt natürlich verschiedene Wege einmal nehmen, ne? Mal durch. Aber hier unten sieht man eigentlich, hier ist alles konstant gleich, hier unten ist nichts. Hier haben wir keine große Auffälligkeit. Deswegen gehen wir jetzt den nächsten Schritt, bevor wir das jetzt dann nochmal komplett mühsam auswerten. Da siehst du schon, hier ist nicht viel passiert. Also gehen wir jetzt hin und benutzen das Geräusch nur als ganz leises Trägermedium im Hintergrund. So ganz leise nur. Ganz leise, dass die darüber im Grunde die Kommunikation aufbauen können. Jetzt fahren wir das runter von der Lautstärke und nehmen es nur als Trägermedium. Aufnahme läuft schon. Ich habe die ganze Zeit dieses Gefühl, dass wirklich hinten an der Tür jemand steht, ne? Was habe ich gerade gesagt? Ich habe das Gefühl, dass jemand an der Tür steht. die verstorbene Person, die hier gerade bei mir anwesend ist. Ich rufe die verstorbene Person, die jetzt hier bei mir ist, in diesem Moment. Ich möchte, dass du auf das Tonbandaufnahmegerät mir eine Nachricht hinterlässt. Kannst du auf das Tonbandaufnahmegerät mir etwas hinterlassen, wie ein Ja, Wörter, die ich verstehen kann? Bist du anwesend, dann rede mit mir über das Tonbandgerät. Ich rufe den Verstorbenen, der hier bei mir im Kontakt ist. Gebe mir ein Zeichen auf dem Aufnahmegerät. Wenn die verstorbene Person mich hören kann, die heute hier ist, dann gebe mir mal bitte ein Zeichen hier, was ich gleich hören kann auf dem Aufnahmegerät. Dann bedanke ich mich für die Turmandaufnahme. Licht und Liebe. Julia, danke für 35 Monate. Licht und Liebe für dich. Du kannst mir gerne noch was hinterlassen. Jetzt bin ich gespannt. Also jetzt haben wir das Rauschen nur als leise Einspielung genommen, mehr nicht. Also jetzt sind wir hingegangen, haben das jetzt nicht als Hauptquelle genommen, sondern nur als Hintergrundkulisse. So, jetzt schauen wir mal rein. Noch mal kurz einen Schluck trinken. Toto, danke für 16 Bits, Toto, danke dir. So. Dann schauen wir mal, was wir haben. Ne? Das ist die aufgenommene Spur. So. Rauschen raus. Oh, es sieht ganz anders aus, ne? Guck mal. Wer bist du? Oh? Okay, hier habe ich gefragt, ich mache hier mal lauter. Wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? Das ist direkt dran, ne? Das ist direkt dran. Direkt dran. Ich habe die ganze Zeit dieses Gefühl, dass wirklich hinten an der Tür jemand steht. Ich mach mal lauter. Das ist aber crazy mit dem Geräusch. Was habe ich gerade gesagt? Ich habe das Gefühl, dass jemand an der Tür steht. Die verstorbene Person, die hier gerade bei mir anwesend ist. Ich rufe die verstorbene Person, die jetzt hier bei mir ist, in diesem Moment. Ich möchte, dass du auf das Tonbandaufnahmegerät meine Nachrichten sendest. Kannst du auf das Tonbandaufnahmegerät. Mir etwas hinterlassen, wie ein Ja, Wörter, die ich verstehen kann. Bist du anwesend, dann rede mit mir über das Tonbandgerät. Bist du anwesend, dann rede mit mir über das Tonbandgerät. Bist du anwesend, dann rede mit mir über das Tonbandgerät. Da ist doch noch eine Stimme. Bist du anwesend, dann rede mit mir über das Tonbandgerät. Da ist doch noch eine Stimme. Da war doch noch eine Stimme. Oder will ich mir denn ein? Bist du anwesend, dann rede mit mir über das Tonbandgerät. Bist du anwesend, dann rede mit mir über das Tonbandgerät. Bilde ich mir das ein oder höre ich dann noch eine Stimme oder bilde ich mir das ein? Bist du anwesend, dann rede mit mir über das Tonbandgerät. 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 Hier. Tonbandgerät. 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 Da ist doch noch was. Nicht nur ich. Ich mach's mal langsamer, viel langsamer, noch langsamer, langsamer. Hier, hinten. Thomann, in dem Thomann-Gerät ist noch eine Stimme. Tonbandgerät und dahinter ist noch eine ganz, das hört man irgendwie. Bist du anwesend, dann rede mit mir über das Tonbandgerät. So wie Hilfe. Also. Aber schwierig. Ich rufe den Verstorbenen, der hier bei mir im Kontakt ist. Gebe mir ein Zeichen auf dem Aufnahmegerät. Was hat denn? Ist es das, was wir gehört hatten, diese Schritte? An, ne? Das hört sich komisch an. Und probier mal was. Komisch. Ich mache mal tief. Komisch. Also komisch auf jeden Fall. Ich höre. Also für mich sind die interessant, die wirklich gut hörbar sind. Also die interessanten sind eigentlich für uns, die wir alle gut hören können. Ne? Wir setzen gleich nochmal das als Trägermedium. Aber bis jetzt war leider nicht viel. Ne? Wer die verstorbene Person nicht hören kann, die heute hier ist, dann geben wir mal bitte ein Zeichen hier, was ich gleich hören kann auf dem Aufnahmegerät. Geben wir mal bitte ein Zeichen hier, was ich gleich hören kann auf dem Aufnahmegerät. Ich glaube, da habe ich nur meine Nase gezogen. Nase geschnieft. Also ich denke, ich habe meinen Kadaver bewegt, also. Aber alles Gute ist dreimal, ne? Vielleicht haben wir gleich Glück. Also für mich ist wirklich etwas Exaktes, wenn wir alle dasselbe hören. Und wenn wir es klar hören. Klar nicht. Und alle, oh, der hat was von Schaschlik Pommes erzählt. Nein, du hörst eine Tonmannstimme sehr gut. Du weißt so, da ist eine. So als wenn jemand dich ruft mit deinem Namen, hallo. Nee, heißt ja nicht hallo, ne? Aber dein Name halt. Ne? So, du weißt, hier habe ich was gehört und das haben wir noch nicht. Aber deswegen machen wir weiter. Da ich nicht aufgeben, noch nicht jammern, weitermachen. Ja, da quatscht wieder mein Kadaver jetzt. Okay, also, alle guten Dinge sind drei. Das ist das, weißt du, das ist das, wo viele einen Fehler mitmachen. Die üben, machen ja dann einmal, zweimal kann man mal probieren. Beim dritten Mal wieder nichts drauf, klappt nicht. Und ganz viele so. Ich habe es zweimal probiert, Thomas, stimmt, das funktioniert nicht. Ich hätte ja sonst auch welche hören können. Nee, hörst du nicht. Hörst du nicht. Du kannst auch nicht Auto fahren nach einer halben Stunde. Das funktioniert nicht. Ausdauer. Wirklich Ausdauer. Wenn du zweimal nichts hörst, ist es so. Wenn du dreimal nichts hörst, ist es so. Wenn du einen Stream hast über Thomann-Stimmen, hoffst du natürlich, was zu hören, aber es kann sein, dass wir gar nichts hören. Kann sein, dass wir einfach nur hier gesessen haben und haben gelauscht, aber haben nichts gehabt. Das ist normal. Und das ist das immer. Ja, wir machen jetzt die dritte Aufnahme und haben noch nichts, aber wir geben trotzdem nicht auf. Ne? Ja, die Autos hört man super gut, Mina. Das ist dieser ansteigende, dunkle Ton. Das hört man sofort. Ne? So, okay. Kannst du mal das Portal anmachen? Nee, heute machen wir ja nur Thomann-Stimmen. Das hätte ja mega Spaß, aber ich schätze, ich bin der Technik. Da musst du nicht fit für sein. Das ist, echt brauchst du nicht. Nee, da brauchst du nicht technisch fit für sein. Überhaupt nicht. Null. So, Aufnahme? Das ist wirklich nicht schwer. So, ich habe nur minimal eingestellt, die Lautstärke. Minimal eingestellt. Ich bitte jetzt hier in der nächsten und dritten Tonbandstimmenaufnahme, ich heiße Markus, ich begrüße die geistige Welt, unsere Verstorbenen. Ich bitte die Verstorbenen heute hier, die mich hören können, mir zu helfen, bei dieser Tonbandstimmenaufnahme euch hören zu dürfen. Ich würde mich sehr freuen, etwas von euch zu hören in der geistigen Welt. Wir rufen unsere Freunde, die alle uns hören können. Die Stimmen aus der anderen Seite, von der anderen Seite aus der geistigen Welt, wenn ihr uns hören könnt, auch unsere verstorbenen Familienmitglieder, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit und wir freuen uns sehr darüber, uns Nachrichten hier auf dem Thomann-Gerät zu hinterlassen, sodass wir diese nachher hören können. Ich werde jetzt mich bedanken und lasse das Gerät 5 Minuten laufen mit der Hoffnung, von euch Nachrichten hören zu dürfen. Ja. Thomann Stimm Ende. Danke. Was merkst du denn, wenn du arbeiten warst? Hast du den ganzen Tag gearbeitet und dann sitzt du hier und dann hältst du 5 Minuten den Mund. Das ist so anstrengend. Da fallen dir echt die Augen runter, ne? 5 Minuten können extrem lange sein, wenn du müde bist. Das ist ja einfach nur still. Hier ist ja kein Geräusch. Hier ist ja still. Ist ja einfach nur, hier passiert ja nichts. 5 Minuten sitzt dann da. Ah, zum Glück bin ich nicht eingepennt. Also, ey. Boah, war anstrengend jetzt wach sein. Ich habe hier eingepennt, der wäre peinlich. Boah. Nicht fähig. 5 Minuten sind unheimlich lang. Boah, ich bin ja total neben der Spur jetzt. Also bei 12 Stunden will ich irgendwann mal fett wegpennen. Da will ich komplett wegratzen. Aber ich nehme noch auf, du. Ich will immer noch am Aufnehmen. Oh Gott. Oh. Scheiß doch die Wand voll. Was muss ich jetzt hier machen? Ich bin neben der Spur gerade. Ah ja, USB. Boah. Oh. 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 Ah ja, hier lang. Ah, ich bin echt irgendwie ein bisschen verpeilt jetzt gerade, wenn ich gepennt habe. Ich fühle mich, als wenn ich geschlafen habe gerade. Oh, einmal ein bisschen klarkommen. Okay. So, aber jetzt mal. Ah ja, boah, ich bin echt wirklich voll verpeilt gerade. Los. Ja, und dann, wenn du den ganzen Tag gearbeitet hast, komplett still sein, das ist super hart. Oh, hier bin ich. Ach, hier bin ich. Hier ist es. Okay, was ist denn hier vorne? Was ist denn hier passiert? Ich bitte jetzt hier in der. Okay, also hier im Grunde. Ah, da war nur Powernap, ne? Hockfeed, Fliegen, Maden, Schmetterlinge. Was habe ich jetzt schon entrauscht? Ich bin echt müde. Ich muss mal eins zurück, du. Habe ich jetzt entrauscht? Nee, immer erstmal lauter gemacht, ne? Lauter, genau. Nochmal. Oh mein Gott, bin ich fertig gerade. Jetzt kann ich mal entrauschen. Boah, leck mich. Leck mich fit. Bin ich vorbei gerade. Ah, boah. Ah, jetzt mal wieder verstärken. Ne? Okay. Hey, mal gespannt hier. Bei hier hören nur. Okay. Oh, hab ich jetzt erschrocken. Scheiße, die Wand, Alter. 5 Minuten laufen mit der Hoffnung, von euch Nachrichten hören Tonleiter. Wieso eine Tonleiter? Nicht, wo das Knacken immer herkommt. Das ist im Raum. Je klarer, umso näher. Keine Ahnung. Also hier schreiben manche, aber ich werde das was tun. Ich höre ja aber nichts. Also das, was hier gesagt wurde, war dann Hilfe oder Mark? Ich höre hier nichts. Aber wo soll das denn gewesen sein, das Mark? Welche Stelle? Wo soll denn das gewesen sein? Das mag. Also ich habe es nicht gehört, deswegen frage ich. Also wir haben drei Personen, nee, wenn man Malaika schreibt, George und Erika. Aber wo? Wo denn? Welche Stelle? Der Teil, Teil 1, 2 oder 3? 1, 2 oder 3, wo? Also hier ist 1. 2 und Abschnitt 3. Kann ich nicht sagen, okay. Ungefähr. Glaube, schwierig. In 2, also hier ungefähr. Ich höre nichts. Da bin ich, glaube ich, geatmet. Das bin ich. Ah, das bin ich. Also das bin ich. Das bin ich selber. Atmung. Also ich erkenne mich einwandfrei wieder. Das bin ich. Also wenn ihr das meint, das bin ich. Dann meint ihr was anderes. Denke doch diese Stelle, ne? können es mal filtern. Aber Alter, ich höre hier nichts. Nee. Also im Grunde haben wir jetzt 3 gemacht, eigentlich oder nichts, ne? Nichts raufgekommen, ne? Schade. Ich habe eigentlich schon ein bisschen Hoffnung gehabt, dass wir was draufkriegen, ne? Also du kannst es echt nicht vorherbestimmen, ne? Ja. Ja, das ist auch definitiv Atmen. Also ich erkenne so meine Atemtonlage. Bringt ja nichts, wenn ich sage, das ist paranormal und ich weiß, dass ich das selber bin. Das hilft uns ja nicht weiter. Na, das hilft uns nicht weiter. Dann sind zwar alle, oh, wie gruselig, aber im Grunde stimmt es nicht. Das soll ja ernst und ordentlich sein, weißt du. Und wenn da was ist, dann sagen wir es dann auch. Wenn der Nächste ist, sagen wir halt, da ist nichts und ist halt nichts. 3-mal. Aber du weißt es nicht. Guck mal, wir haben schon mal Thomann-Stimmaufnahmen gemacht, auch mit dem Radio, da war voll viel Stimmen. Na, das ist so. Das ist wirklich so. Aber wir geben ja nicht auf. Morgen haben wir Dienstag. Mittwoch kommt Lena wieder. Morgen will ich dann auch schon mal gucken, mal zu Loka fahren und da mal schauen, ob ich da vielleicht das schon mit dem Freifunk da irgendwie hinbekomme. Das möchte ich da schon mal irgendwie gucken. Ob ich das da irgendwie schon mal hingeregelt bekomme, dass wir da auch mal die Streams machen können. Wäre ja mal ganz geil. Yeah! Das war ein Schluck auf. Ja. Das war auch ein Schluck auf, hört sich ein bisschen bescheuerter an. Aber das ist Realität. Und Leute, das ist das, was ich euch sage. Wenn du irgendwelche YouTube-Videos findest von jemand, die 4-mal in der Woche ein Video rausknallen. Und in allen 4 haben die Stimmen aufgenommen aus irgendwelchen Lost Places, gehen durch die Lost Places und dann hörst du, hilf mir! Dann weißt du, das ist erstunken und erlogen. Ne? Das ist so, ne? Erstunken und erlogen. Denn wenn das so einfach gehen würde, hätten wir hier die geilsten Sätze. Die geilsten Sätze. Und das ist nicht der Fall. Ja. Also so, guck mal, selbst und die Pioniere der Thomann-Stimmenforschung hatten manchmal vielleicht mal nur 4 Wörter aneinander. Aber die haben auf YouTube dann komplett, hallo, ich bin Stefanie, 31, ich bin am 17. März 2019 ums Leben gekommen, indem ich ein Kaninchen streicheln wollte und dann fiel ich eine Klippe runter in eine Lava. Und dann verbrannte ich in der Lava. Ach, das war übrigens da, wo auch Vulkane waren. Mein Papa heißt Antonius und der ist Bauarbeiter bei der Stadt Köln. No, und das sind also, dann denkst du so, geht klar. Dasselbe ist ja, wenn die, wenn viele, da muss ich auch mal lachen, dann haben die Kopfhörer auf, dann haben die eine Spiritbox, was die Radiofrequenzen durchscannt, das sind dann ja, guten Tag. Dann Vanisten. So hört sich das an. Und die haben dann dieses System am Laufen, das habe ich ja selber. Und dann sitzt dann einer so, ich möchte nicht mehr bei dir sein. Ich bin einsam hier, geht raus aus meinem Haus. Und ich denke mir, ich will mich verarschen, aber diese Radioscan-Frequenzen laufen 1 Sekunde und du hörst Sätze für 15 oder 10 Sekunden. Da denke ich mir auch immer nur so, meine Fresse, das ist eine Verarschung gerade. Wenn das so geil wäre, ne, wäre ja der Knaller. Ja, weißes Rauschen geht auch, ja. Was immer noch ein bisschen besser ist, ist Wasser. Wasser ist sehr geil. Da kannst du sehr gut mitarbeiten. Weißes Rauschen habe ich auch schon probiert. Radiofrequenz habe ich immer noch irgendwie am besten. Na? Na? Ja, genau, mal like, wenn an ein paar Wörtern basteln ganze Sätze zusammen. Ja. Das ist so. Dann hören die dann, Hilfe. Das Mädchen sagte, ich brauche Hilfe, ich bin alleine in diesem Haus, es ist 24:12 Uhr. Und im Grunde haben die nur gehört, das ist wirklich so. Oder dann, wir haben 1A Thomann-Stimmaufnahmen, hört euch das an. Die Stimme sagt, ich bin ein Mörder. Und dann hörst du die Thomann-Stimmaufnahme. Ich spule immer zurück. Und unten runter wieder, ich bin ein Mörder. Und dann wieder. Da denke ich mir, wenn dein Vater oder deine Mutter so gesprochen hätte, hätte sie kein Wort verstanden. Ah, gibt Essen. Au, hab dich lieb. Ja, ich die auch, Mama. Da will ich auch denken, mein Gott, dann bist du aber ein Weltwunder. Ja, ist wirklich so. Okay, ja. Morgen gehen wir wieder in die Jenseitskontakte, natürlich wieder auf andere Art und Weise. Und morgen würde ich gerne wieder nochmal ein paar neue Sachen mal ausprobieren. Dann würde ich sagen, erstmal danke für alle, die heute mit am Start waren. Licht und Liebe für euch. Danke für alle, die heute einen Sub verlängert haben. Danke für die Donations, danke für die Bits. Danke für alle, die heute neu dazugekommen sind. Danke für meine Moderation. Danke für alle, die jetzt noch im Chat sind. Jetzt wird Bubu gemacht. Falls nach Hause und dann Zähne putzen, Bett, lesen, schlafen, arbeiten. Dann nach Hause, essen, streamen, nach Hause, Zähne putzen, lesen, schlafen. Das mache ich dann 5-mal, 6-mal in der Woche. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen Abend wieder um 20 Uhr. Licht und Liebe, Kuss auf Auge geht raus an euch und ja, Tamilo wird nachher nochmal gut gekuschelt, der kriegt nochmal zu schnabulieren. Der kriegt nochmal zu schnabulieren, der kleine dicke Vogel. Der wird immer dicker. Der muss langsam auf Diät, ohne Scheiß. Muss den langsam mal diäten. Deswegen auch nochmal, Sherry hat sich noch ein Follow gesetzt. X-Ding und Captain Upf. Bis morgen 20 Uhr. Kuss geht raus an euch. Ciao.